Yay. Yep. Ah. Rutscht man. Hm. Ja, das ist wirklich cool. Ja, wir sollten uns ein bisschen nach rechts orientieren, glaube ich, damit wir nicht im Schneebiom sind. Aber da rechts ist nichts. Oder kommen wir nicht lang? Hm, das ist ein Problem. Oh, guck mal. Ja. Bin ich mehr nach oben. Wie hast du das mit Sepp abgemacht? Wir starten jetzt einfach, ja? Ich starte jetzt einfach. Er hat sich noch nicht gemeldet wieder. Keine Ahnung. Achso, okay. Oh, ja, dann mach ich ja. Au. Dann muss ich ja ganz kurz. Oh. Ich habe sehr wenig Leben. Hilfe. Gut. Wir kommen hier nicht mehr raus. Okay. Der flüchtet auch schon. Hm. Aber den Abgrund mit dir. Geh weg. Danke. Hm. Du kannst mit dem Schnee eine Brücke rüberbauen, oder? Ja. Also. Achso, ich habe jetzt gar nicht an, dass ich hier meine. Das muss ich gleich nochmal einstellen, glaube ich. Was? Ich hatte vorher so, dass ich so Pixel drumherum sehe, wo meine Maus ist. Bist du hochgesprungen? Oh. Lol. Sprungtaste gedrückt halten. Springt mal ein bisschen höher. Hm. Wir haben Blei in unserer Welt. Mhm. Axt dich irgendwie langsamer als du oder sieht das bei mir nur so aus? Das sieht nur so aus, glaube ich. Oder? Nee, vielleicht habe ich eine schnellere Axt tatsächlich. Ich habe eine 13 Tempo Axt. Hat dafür minus Rückstoß. Okay. Alles meins. Okay. Ja. Mhm. Cool, dass man die Sachen in der Hand hat. Das Mod, die ich letztens erst irgendwo gesehen habe im Video. Das ist das erste Mal ausprobiere. Achso, die eine Mod, wie ich gesagt habe, wo man Items nachschauen kann, die muss man erst keybinden, sonst kommt man nicht in das Menü da. Items nachschauen, also man nutzt das Cheat-Ding. Nee. Items nachschauen. Cheat haben wir jetzt nicht runtergeladen mit Mods und so. Achso, okay. Hm. Items nachschauen, okay. Das werden wir gleich mal klären. Okay, bei mir ist es da. Oh. Ja, wenn wir hier irgendwie. Rechts ist Crimson anscheinend. Au. Oh. Hm. Okay, also nach rechts sollten wir auch nicht. Das fängt ja super an. Hm. Direkt Schneebiom neben uns, dann wo auch immer wir die Häuser hinbauen. Hm. Ja, was ist aber durchlaufendes Schneebiom im Schnell? Einmal gucken, ja. Was da links ist? Ja. Wir haben eh keine andere große andere Wahl, oder? Ja. Wir können Borealholz nehmen, tatsächlich dafür. Das sieht ein bisschen dunkler aus. Also, das ist von dem Schneebiom das Holz. Hm. Okay. Hm. Yay. Ja. Oh Mann. Hm. Da ist Kupfer, was wir nicht wollen. Hm. Wir tragen beide denselben Mantel, fällt mir gerade mal auf. Ich mag den Mantel einfach, aber bei mir ist es der Regenmantel. Irgendwie mehr. Ist auch ein langes Schneebiom. Aber ist gut, da kann man gute Items von Anfang finden irgendwie. Ohne dass man auf Erz angewiesen ist. Hm. Ja, meine Güte. Schnell, wir werden verfolgt.
Ach, verdammt. Boah, ist das nervig, du stirbst gleich. Hm. Ich auch, ne? Ah, meine Güte. Nee, komm zurück, komm zurück. Ein Hit noch, ich bin weg. eben. Oh Mann. Ich hab irgendwas zur Heilung? Nee, ne? Ich hab einen Pilz gegessen auf jeden Fall. Achtung, Achtung, Schleim in die. Scheiße, ey. Ich hab grad nach links oben geguckt zum Inventarzeug. Hilfe. Tieres lebensnotwendige Organe wurden zerfetzt von Eisschleim. Das ist scheiße. Doofer Start. Wieso? Jetzt komme ich hier nicht mal hoch. Okay. Achso, wir sind noch in keinem Team, ne? Fällt mir gerade auf. Ach, stimmt. Welche Farbe? Rot wieder. Okay. Ah, nee, ich wollte blau. Ja. Such dir den aus, such dir den aus. Okay, ich bin blau. Okay. Ja. Ich glaube, hier ist eine gute Stelle. Ich call gleich mal eben. Ich call gleich eben so den Sebi. Achso, na gut. Können wir hier im Discord rausgehen dann, meinst du? Ja. Na ja, gut, können wir machen. Ich werde hier belagert. ach ja, Platten. Nein, böser Schleim, danke. Wieso kannst du so hochspringen? Bescheuerter Schleim. Gut. Ich hab auch noch gar nichts, ne? Keine Fackeln, kein. So. Stehst du sicher? Hast du dich eingebaut wahrscheinlich, ne? Ja. Ich krieg natürlich nichts mit, wenn ich. Hallo! Ah, da ist er jetzt. So. Ja, ich muss im Mikrofon. Ich im Streamer-Modus bin, dann kriege ich doch nichts mit hier. Ja, stimmt. Moment. Kann ich hier aus dem Sprachchat raus? Ja. Oder auch nicht? Hast du es versucht? Bin ich denn hier noch drin? Nee, okay, gut. So. Hast du ja versucht? Ich muss aus dem Sprachchat noch raus und so. So. Achso. Seid ihr nicht auf dem Teamspeak? Ist doch einfach. Weil der kaputt ist. Ja. Du bist ganz schön leise. Kann man dich irgendwie lauter machen? Ja, der ist sehr leise. Warte mal. Ich hab dich jetzt lauter gemacht. Besser. Nee, ich hab sonst mein Mikrofon einfach lauter gemacht. Das hat nicht geholfen. Ich hab dich einfach so lauter gemacht. Alles gut. Okay. Ja, nein. Versteh dich jetzt. Aber Pandas Welt ist doch noch aktiv. Wir haben doch jetzt das hier. Ja, alles gut. Ja, ist doch egal. Wir haben das hier. Genau. Ja, nee, alles gut. So, komm mal mit ins Loch. So, gut. Ich habe gehört, ich muss noch Mods installieren. Mhm. Ja, das ist aber super fix. Warte, schick dir den Link mal eben. So. Da, das musst du runterladen und auspacken, wird dann automatisch installiert. Musst mit der JAR-Datei, musst du es irgendwie installieren. Ja. Mein Theo stirbt nicht. So, da kann er mir nichts. So. Aber ihr spielt 17? Gar nicht Harvest Moon. Ja und? Nee, ist das nicht heute rausgekommen? Ja und? Ja, ich hab noch nie ein Harvest Moon gespielt. Das wird es auch nicht ändern, glaube ich. Harmony, pass auf. Geh mal in Einstellung. Achso, ja, Einstellung. Genau, dann auf Steuerung. Einen Moment. Steuerung, ja. Ja. So, und dann scrollst du weiter runter, wo die Mod-Steuerungen unten sind. Ja. Und dann machst du das dritte, also bei mir ist es das dritte, Recipe Browser. Ja. Da setzt du mal irgendeine Taste, wie zum Beispiel J. Oder so. Ja, braucht man R für irgendwas? Ja. Für deinen Mount. Also nicht R. J. Ja. Okay. Für Journal. Query Hovered Item, was ist das?
Der Rest sollte egal sein. Okay, gut. Ja. Und was mit der Checkliste, mit der Boss-Checkliste? Die haben wir auch so im Inventar, die ist rechts unten, so ein Buch, wenn du mal guckst. Ach so. Also. Ah, da. Ja, okay. Und da kannst du nachgucken, was wir schon gekillt haben, was noch nicht, was es gibt. Und jetzt J. Ah, okay, jetzt kann ich hier verschiedene Items nachgucken. Genau, wenn du auf Gegenstände guckst, das dritte, und da auf so ein irgendwas guckst, dann siehst du, was du daraus herstellen kannst. Ah. Da kannst du auch Sachen nachgucken und so. Hm. Dafür ist sonst der Guide da, aber das ist ja super nervig, den jedes Mal anklicken zu müssen und suchen zu müssen. Hallo? Hi. Hallo? Hi. Ja. Hörst du uns nicht mehr? Ich warte gerade kurzzeitig. Achso. Ich habe den Ordner, also die ZIP-Datei und der IN packe ich jetzt einfach irgendwo hin, oder wohin? Mhm. Ja, irgendwo hin, an deinem Download-Dings wahrscheinlich. Ja. Ja, genau, einfach entpacken und dann einfach die JAR-Datei installieren. Ich hätte gern Seile, verdammt. Hm. Hast du hier schon runtergraben? Nee, ich wollte nur anfangen, weil wir gerade sicher sind, einfach nur. Hm. Ins Auge. Ich muss gerade echt mal einschränken. Einschränken? Mit dem Spam im Links-Chat. Im Link-Channel. Das ist mal irgendwie. Alle 5 Minuten wäre ja auch reicht, ja. Oder? Ja. Ja. Hm. So. Guck mal, jetzt können die uns nichts. Die kommen da nicht hoch, die sind zu doof. Ein Stern. Ja. Oh, ein Stern. Meins. Der deinen Namen trägt. Tio. Hm. Willst du den gleich nochmal starten? Wir haben irgendwie einen doofen Start. Also wollen wir dann gleich zu dritt nochmal starten, wenn ich? Oder ja, ist egal. Ja. Ich kann schon mal eine neue Welt machen. Joa, achso, dann muss ich raus, ne? Hm. Da sind ja auch in dem Ordner eine Terraria-Echse, muss ich die ersetzen? Nein. Nee. Nee. Oh. Einfach die JAR-Datei installieren. Der macht den Rest von alleine. Okay. Sieht der Stream meinen Desktop-Hintergrund gerade? Sehr schönes Bild. Warum? Dankeschön. So, dann kann ich jetzt den Titel wieder ändern. Zu Krümel und Sepp. So. Update. Krümel und Spasti. Basti. Mhm. Und wie viele Leute habt ihr schon angesteckt? Jeden. 3. Sehr gut. Ich laufe nur rum und verteile Zungenküsse. Mhm. Du nicht? Doch, doch. Immer. Ja, schon immer, aber das ist ja nichts Spezielles jetzt. Also. Also wir waren heute im Baumarkt. Die Leute halten so gar nicht den Sicherheitsabstand an. Und wenn man sagt... Baumarkt? So, ja, wir brauchten halt was. Ein paar Pflanzen. Sollen Baumärkte nicht geschlossen sein? Also? Bei uns darfst du im Baumarkt nur noch als Gewerblicher einkaufen. Hm. Nö, Hamburg ist noch entspannt, aber heute Abend gab es so eine Entscheidung, nur noch 6 Personen dürfen sich gleichzeitig treffen. Ja. Hm. Ah, okay. Wird hochgefahren, dann kannst du gleich ja eben Sebi die Mods nochmal ansagen. Ja, kann ich machen. So. Server ist oben. Mhm. Oh ja, ist also überhaupt direkt in einem grünen Biom. Ja. Zeigt mir da großen. Was machst du denn gerade, Sebi? Ich bin gerade zu. Also, da ist Selected Terraria Install Direction. Okay, ja. Ich sehe schon. Warte mal. Steam Client, ja. Sehr schön. Es gibt noch so viele Mods, die irgendwas machen. Die alle zu viel sind für jemanden, der gerade erst anfängt. Ist jetzt die aktuellste, also ist jetzt die allerletzte das Update schon da drauf?
Oder kommt das jetzt erst noch im Laufe des Jahres? Wie mein, achso, nee, da kommt noch ein Add später, ja. In 2-3 Monaten oder so. Also eigentlich waren sie ja schon fertig mit Terraria, aber jetzt... Nach 2 Jahren haben sie sich gesagt, oh, lass mal nach dem Moon dort noch was machen. Ja, ja, genau. Ach, bin ich schon sehr gespannt drauf. Und vielleicht ist ja dann, also, wenn das hier erfolgreich ist, dann ist Krümel ja vielleicht so angefixt, dass er dann wieder nochmal eine Runde macht, ungefähr mit uns. Terraria macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Mhm. So, mein Terraria läuft. Wo sehe ich das, ob da Mods sind oder wo muss ich die installieren? Hast du jetzt den Modloader installiert? Den Modloader habe ich soweit versucht zu installieren und er sagte eigentlich, dass es funktioniert hat. Bist du jetzt im Hauptmenü? Ich bin im Hauptmenü. Ja, ist da der 4. Punkt Mods? Nein, noch nicht. Dann hat es nicht funktioniert. Okay, dann... Mhm. Versuch nochmal... Was hast du denn? Willst? Also du hast das entpackt und dann war da eine JAR-Datei, die du benutzt hast wahrscheinlich. Also ich habe jetzt den Modloader und dann Installation Successful so ein kleines Fenster gekriegt. Das klingt eigentlich richtig. Ja. Gut. Und dann öffne ich jetzt nochmal Terraria. Achso, du hattest Terraria währenddessen noch offen? Nee, nicht, aber... Jetzt steht Relogic, also wird geladen. Einzelspieler, ja. Ne, Mehrspieler, ne? Ja. Steht da Mods und Modsuche? Zurück. Warum habe ich denn jetzt Einzelspieler, Mehrspieler, Erfolge, Einstellungen verlassen? Weil es nicht geklappt hat anscheinend. Hast du... mach mal. Modloader Server, den brauche ich ja nicht. Ich brauche ja nur einfach diese T-Modloader Installer, diese JAR-Datei. Genau, die benutzt du. Ja, ja. Und dann kriege ich einfach nur, wenn ich doppelt draufklicke, Installation Successful. Ja. Okay. Ja, dann sollte es eigentlich geklappt haben. Und dann... Über. Dann öffnest du über Steam Terraria? Terraria spielen. Hast du Terraria über Steam oder GOG? Eins von beidem? Nee, ich hab Steam. Genau, ja. Also, ja. Dann sollte es funktionieren. Ich teste das jetzt nochmal. So, bei mir. Gucke da, lädt alles. Alles gut. Sonst schmeiße ich das nochmal runter. Und Terraria ist ja nicht groß. Also es ist ja nicht... Das ist richtig. weil er zeigt, schnell. Also Terraria lädt ganz normal, wie es sollte, aber ich habe keinen Punkt mit Mods. Also wenn ich es jetzt aufmache, steht, wird geladen, Einzelspieler, Mehrspieler, Erfolge, Einstellung verlassen. Wenn ich auf Einzelspieler spiele, halt Mehrspieler, Hosten spielen, Folge, Einstellung. Interessant. So schwierig kann das doch nicht sein. Ja. Das ist ja auch ein schönes Video. Gucken wir uns das mal kurz an. Ja, das Installationsvideo auf der Seite, die ich geschickt hatte. Ja, ja, genau. Bam, Windows fertig. Zip. Play, ja. Packen. Super simpel, das Video. Das macht auch nichts anderes, als dass ich... Also, was ja, ja, das, nee, nee. Du, alles gut. Ich habe das jetzt auch gesehen, dass das soweit alles... Es sieht auch alles gleich aus, aber es steht halt, wenn ich Terraria offen habe, nicht unten dieses E-Mod-Loader-Version, sondern einfach Version 3.5.3 bei mir. 3.5... Was? Also 1.3.5.3.
Punkt 2, ne? Ja. Ja, genau. Nee, 1, 3, 5, 3 habe ich. 1, 3, 5, 3? Ja. Achso. Das patcht dann durch den Matloader einen zurück, ja? Interessant. Hm. Ja, nicht, dass das nicht funktioniert, weil ich eine neuere Version habe? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, ich hab's davon auch. Die wäre bei uns auch höher. Ja. Das wäre aktualisiert automatisch. Der setzt dann durch den Modloader einen zurück, wahrscheinlich. Sekunde. Deinstallieren, bitte. Danke. Und wie weit bist du jetzt mit Final Fantasy? Ich bin vor Heaven, vor dem letzten Addon bin ich. Mit der Story. Ah, okay. Aber ich komme momentan irgendwie nicht so richtig dazu. Ja, gut. So. Ja, ja. Hast du denn das Spiel jetzt gerade schon offen? Noch? Nee, nee, alles geschlossen jetzt. Also ich will es einmal clear rausschmeißen. Meinte Kürmel jetzt? Also. Ja, Game ist offen. Achso. Ich habe mich eingemauert, stehe rum. Achso. Kann ich nicht? Also. Ach dumm, dass ich jedes Mal. Naja, gut. Nee, kann er dann joinen, wenn wir soweit sind. Und dass ich jedes Mal von dir eingeladen werden muss, ist doof. Weil ich das Steam-Overlay nicht mag. In Spielen, wenn man aufnimmt und so. So, jetzt habe ich es einmal komplett rausgeworfen. Installieren. Weiter. Schreib doch mal eben einfach in Discord eben die 4 Mods rein, dann kannst du schon mal joinen. Achso, ne, ja. Hm. Swipe. Browser. Und Boss-Checkliste, genau. So nervig, dass jetzt so viele Menschen zu Hause sind, weil einfach das Internet so viel schlechter ist zurzeit. Ja, tatsächlich. Also ich habe heute, also ich mache jetzt Homeoffice und ich habe eine 250er Leitung und ich habe irgendwie den ganzen Tag nur 25 gehabt oder sowas. Ja. Womit man auch klarkommt. Stell dir vor, du willst irgendwas auf Netflix oder so gucken und du wirst gedrosselt. Das ist halt auch dumm, ne? Ne, die hatten ja gesagt, dass sie, wenn es ganz knallhart kommen, entscheiden können, dass sie Netflix und solche Dienste einstellen komplett, weil das dann für wichtiger ist. Kannst du mich nochmal einladen bei Terraria? Ja. Danke. Ja, sie haben auch schon angefangen, glaube ich, Netflix zu drosseln. In anderen Ländern auf jeden Fall. Bei uns, glaube ich, noch nicht. Ne? Bei uns, glaube ich, auch. Bei uns wurde es auch, glaube ich, schon gedrosselt, auf jeden Fall. Ich habe kein Netflix momentan. Okay. Ja, ich benutze es aktuell einfach nicht. Achso. Also, ich habe es zwar, aber ich benutze es halt super wenig. Kürmel wird beigetreten. Beitreten. Also, ich brauche auch nur diese JAR-Datei rein, ne? Ja. Wie rein? Einfach nur benutzen, die JAR-Datei? Ja, also ich pack die in den von Steam-App Terraria-Ordner. Nein. Nein? Du benutzt die einfach nur. Ja. Also ist egal, wo die ist. Ja. Okay. Ich glaube, du musst die wahrscheinlich sogar da lassen, wo die vorher war. Ja. Dass die mit den anderen Dateien zusammen ist. Du entpackst die und von da aus benutzt du die einfach. Genau. Ja, ich habe die jetzt auf meinen Desktop entpackt. Dann hast du ganz viele nervige Dateien auf dem Desktop jetzt, oder? Nee, du hast einen Ordner auf dem Desktop, wo das drin ist. Ja, okay. Nee. Die blau. Blau? Was gibt's denn hier noch so? Gold. Gold? Mal gleich mal ausprobieren, Moment. Oder
Weiß. Einmal Gold ausprobieren. Oh, das ist gar keine. Mach auch mal Gold. Wird sehen, wie das über deinem Kopf aussieht. Mo? Ja, ist eigentlich gelb. Oh, weiß nehmen, einmal. Weil es ist aber keine Gruppe. Achso, alles klar. So, blau mit, willst du wieder, wahrscheinlich? Ich würde grün auf jeden Fall nicht nehmen. Oder? Dann nehmen wir rosa. Rosa ist gut. Pink, oh ja, oh ja. Gay! Sexy. Kann ich eigentlich, wenn ich hier einen durchstoße? Funktioniert das? Nee. Ich glaube, ich die mittleren durchstoßen müssen. Auch nicht. Ach, gemein. Es gibt bestimmt Speeren, die so mehr so in eine bestimmte Richtung sind und so. Oder feine Bohre oder so. Ja, genau. Oder Jojos. So. Das ist aber dunkel durch die Mods, hä? Ist ja richtig schwarz. Die Blöcke hier unter mir sind also einfach knalle schwarz. Ist ja komisch. Ah. Sehr schön. Nein. Oh Gott. Ist das laut wieder? Ah, es hat funktioniert, heißt das? Gut. Ja, aber ich habe aus Versehen auf Italienisch eingestellt. Die Sprache. Sehr schön. Pizza, Pasta. Pizza, Pasta, Corona. Welcher Punkt ist Sprache? Ich will gerne wieder zurück. Lingua, Sprache. Achso. Ich habe mein Cheat-Ding ist übrigens nicht an, weil du es nicht hast wahrscheinlich. Ah, interessant, gut. Gut zu wissen. Dein Cheat-Ding? Ja, ist anscheinend serverseitig dann. Oder müssen alle haben oder was auch immer. Also mein vierter Punkt ist jetzt Mods. Fünfter Punkt ist Modsuche. Ich gehe wahrscheinlich über Modsuche. Genau. Jawohl. Die anderen sind dann, die du drin hast. Au, oh, warum laggy und so? Ja. Werd immer getroffen, obwohl ich die eigentlich wegschlage. Ja, okay, das war mein eigener Fehler. Kann ich irgendwo Ping nachgucken? Ein Stern. Der Stern macht übrigens auch sehr viel Schaden, wenn es tatsächlich jemanden treffen würde. Ist auch interessant irgendwie. Okay, da ging es wieder. So. Okay. Magic. Dorage, Shepard. Ist irgendwie komisch, dass das hier so komisch gerendert ist. Nee. Die Schatteneffekte. Ah, jetzt ist besser. Ist das, weil ich das auf automatisch gelassen habe? Was war automatisch? Qualität hoch. Beleuchtung. Farbe. Hä? Genau. Dankeschön. Das hat auf jeden Fall ein bisschen die Einstellung verändert. Verdammt. Weil ich halt, Modloader reingemacht habe. Weißt du denn schon, was du für eine Klasse spielen wirst später? Sabi? Was habt ihr denn? Also ich möchte, also ich weiß, Eikel oder Kimmel, du spielst gerne mit deinen Spinnen, also ein Beschwörer oder sowas. Er kennt mich, ja schön. Ah. Er kennt mich. Ich weiß doch, was du haben möchtest. Und ansonsten. Was gibt. Ich weiß nicht mal mehr, was es alles noch gibt. Magie? Also, wir haben gestern mit zwei anderen gespielt, ganz kurz, auf die ich dann keinen Bock mehr hatte, weil die voll ätzend waren. Ja, das waren so, ich hab dir halt gesagt vorher, dass ich halt keine Ahnung von Terraria habe und die rushen dann mega durch und völlig hat mega die Lust. Ja. Die hatten irgendwie nach einer Stunde hatten die halt irgendwie dieses komische Meteoriten-Gear und voll die krasse Waffe, die halt eine Funktion irgendwie hatte. Also ich finde Fernkampf, also ich fand diese Disco, diese Disc-Scheibe, die finde ich mega nice. Die sich, die du dann dreimal hast oder so, weißt du? Achso, ja, Bumerang-Gedöns. Ja, halt. Ja, genau.
Von daher wäre ich eigentlich so ein bisschen Fernkampf irgendwie. Ja. Aber du meinst jetzt damit wahrscheinlich, also weil du jetzt sagst Disc, meinst du jetzt wahrscheinlich damit nicht Pfeil und Bogen oder Geschosse? Oder was? Ja, das ist ja, also ich weiß gar nicht, spezifisch man da gehen muss. Also Magie war der ja nicht, glaube ich, den ich damals geschossen habe. Nee, das nicht. Ich hab gestern ein Item gesehen, ich weiß nicht, was das genau war. Da stand in der Beschreibung auf jeden Fall drin, dass wenn man einen Boomerang wirft, automatisch dieses Ding hinterhergeschmissen wird. Cool. Ich glaube, das. Okay. Es gab's für Jojos auch sowas. Vielleicht, dass du das. Ja, nee, stimmt, Jojos waren das, genau. Ja. Jojos zählen als Nahkampfwaffen übrigens, obwohl die. Also, du wirfst die Hand ein Stück nach vorne. Ja, also mit Range, ne? Genau. Okay, hast du installiert? Ja, ich bin drin. Hast du die. Okay. Weißt du? Bist, Freunde also, einladen. Hast du die Mods alle? Ja, okay, die sind alle drin. Das sind alles so. Quality of Life Mods, nichts anderes eigentlich. Ja. Die vier Stück. Das Einzige, was ich überlegt hätte, ob wir das Deutsch dann irgendwie den Anfang machen, also uns irgendwie die Materialien dafür von woanders holen. Aber ich weiß nicht, ich glaube, wir finden das schon. Und dann freuen wir uns umso mehr über das Storage, das wir endlich haben und so. Mal gucken. Au, ich habe schon wieder so wenig Leben. Das ist aber keine Expert-Welt, ne? Das ist ganz normal. Nee. Ja, ist gut. Welcher Leute ist schneller gestorben als gerade? Ja, dann werden wir Tier 2 hit, glaube ich. Yay, eine Linse. Und ein Zombie-Arm tödlich. Woo. Cool, das ist eine neue Waffe, ne? Wie viel hat die? Schaden? Oh, 13 immerhin. Hier, da, immer, da. Ah, soll ich damit hauen? Ja, aber prügel die mal. So richtig. Boah, ja. Geht. Das macht schon ein bisschen mehr. Aua. Kann irgendjemand auf jeden Fall sein Coach fit? Ja, ich hab. Aber, also, ich hab jetzt einen neuen Spieler, weil ich hier gar keinen Spieler mehr drauf habe. Also, ja, das ist normal. Das ist wegen der Mods. Ja, aber wenn ich jetzt den auswähle, dann sagt er Welt auswählen. Ja, du musst auf Multiplayer gehen, nicht auf Singleplayer. Ja, ich weiß. Achso, hast du eine Einladung angenommen, oder? Ich hab bei Steam ich möchte beitreten. Aber... Ich lade einfach nochmal ein. Ja. Vielleicht, weil du den Charakter jetzt erst neu gemacht hast oder so. Ja. Kann sein. Willst du den Zombie-Arm wieder haben? Nee, nimm ruhig. Okay. Dann werfe ich das Kupferschmied weg. Solange da jetzt noch versucht reinzukommen. Ja, es steht jetzt Kirmel beitreten. Ich bin da. Ah ja, da ist er. Hi. Hab ich dich gerade gehauen? Nein, das sah nur so aus, oder? What the? Hi, Sir. Ja. 5 AP. Wir sind das pinke Team, das Team Gay und so. Wie kann ich Team beitreten? Wenn du hier Menü aufmachst, rechts da neben deinen Equipment-Zeugs. Okay. Hast du es? Ich muss komplett die Steuerung erstmal wieder reinkommen. Wo, Stell ich am besten in die Grube dann. Da drin kriegst du weniger. Dann könntest du auch theoretisch ins Menü gehen und alles. Ohne was passiert. Also mit Escape öffne ich mein Inventar. Genau. Und da sehe ich ja rechts, welches Team seid ihr? Grün? Nee, wir sind Purple hier. Einfach auf das Schild davon klicken. Ja, Solida? Ja. Ja, rosa Gruppe, ja. Es steht tatsächlich rosa dran. Cool. Geil. So, dann, ja. Könnten wir jetzt erkunden oder wollen wir erstmal ein bisschen Holz hacken oder so? Weiß nicht. Ach so, genau. Mach mal Escape und geh mal in Einstellungen rein. Hast du? Ja. Okay, dann gehst du da mal auf Steuerung. Escape, Einstellung, okay, Steuerung, ja. Ja, und dann scrollst du ganz runter und da sind Mod-Steuerung. Ja. Und dann nimmst du das dritte, das ist Toggle Recip Browser, ne? Ja. Und da machst du das auf eine Taste. Ich hab's jetzt auf J gemacht, oder wir haben es auf J gemacht. Und dann kann man da nachher die ganzen Rezepte nachgucken. Okay. Wenn sich das Wiki spart oder was auch immer man dann sonst macht. Ah, okay. Oder den Kohl da, oder... den Cody nicht ansprechen. Kann man Terraria größer machen?
Ja, auch in den Optionen. Auf meinem Widescreen ist echt die Interface. Ja, okay. Man ist ins Alter gekommen. Aha. Sehr schön. So, finde ich es schon. So. Kürbis ist gerade noch weg, wa? Ich glaube. Okay. Holzhack. Ich immer noch die Spitzhacke, die mehr Tempo hat. Sehr gut. Achso. Wenn du Steuerung drückst, dann sucht er sich den optimalsten Punkt zum Abhacken zum Beispiel, ne? Achso. Und wenn du wieder eine Steuerung machst, dann verlässt er den Modus sozusagen. Ihr seid aber auch noch bei Kupferwerkzeugen und sowas. Ja, genau. Wir hatten vorhin nur, weiß nicht, 5 Minuten angefangen und sind auf der Oberfläche hin und her gelaufen und dann haben wir geguckt. Ist das die größte Welt oder? Ich glaube, wir hatten diesmal Mittel. Ich weiß nicht, er hat jetzt nochmal erstellt. Aber ja, müsste jetzt Mittel sein. Naja, ist ja immer die Frage, wie tief das dann nach unten ist oder sowas. Ja, genau, ja. Bob Mittel ist ein guter Wert. Bei kleinen ist es manchmal so, dass Sachen mit den Himmelsbiomen, glaube ich, komisch sind. Mhm. Würde ich nicht empfehlen. Aber sonst, ja. Gab es Sprinten bei Terraria? Ich glaube nicht, ne? Nee, also du könntest nachher Schuhe haben, wenn du eine Weile in eine Richtung laufen musst. Ja, also dann... das weiß ich mit den Items oder auch Fahrzeuge und sowas, aber... Hattest du das eigentlich mitgekriegt von dieser riesen krassen Minecraft? Ja, ist das eine Mod? Ja, wahrscheinlich. Von dieser, das ist so eine Gemeinschaft, die Minecraft MMO jetzt gelauncht hatten vor ein paar Wochen. Aber weil es so viele Fehler gegeben hat am Wochenende, haben sie es dann erstmal jetzt auf den 26. März wieder verschoben. Und das ist komplett neu, dass du richtig mit. Also. Es gibt ja schon in vielen Mods so questmäßig, aber da ist es halt so, dass du richtig erstmal deine Fähigkeiten hochskillen musst und dann noch nicht sofort Kohle abbauen kannst, sondern erstmal in Mining Level 15 hochkommen musst, damit du das abbauen kannst. So. Das ist ja ein Ding. Durch die eine Mod mit Weapon Out habe ich jetzt noch was gefunden. Ja, ich habe eine Fessel. Hier, ich habe was für dich. Was? Oh, ein Wooden Saber. Saber, ja. Nice. Das ist durch die Weapon Mod, durch die. Das sieht ja cool aus. Das ist ja geil. Oh Mann. Ich kann es gedrückt halten. Ich habe gerade in dem Rezeptbuch danach. Ach, das ist. Das ist ja cool. Super geil. Ja, die warpt sich so komisch an mich ran. Ich glaube, das Ding macht extra Schaden sogar, wenn du halt nicht gedrückt hältst. Deswegen ist Charge manchmal... Attack grants. Nee, Charge Attack grants 50% increased knockback. Außer ein Charge Attack. Na guck mal, wenn du jetzt einmal schwingst, also nicht gedrückt hältst, dann lädt er danach auf, bis dein Charakter so ein Dings wieder hat, weißt du? Du kriegst dann so. Achso. Also, ich denke, das ist. Das... Sieht man das denn irgendwo? Nee, ne? Ja, hauen. Hau mal einmal nur hin. Und dann kommt so ein blaues Ding um dich herum, oder nicht? Wenn du wieder aufgeladen bist. Nee. Was ist denn Charge Attack? Dann. Ich weiß nicht. Ich habe noch so einen blöden Dolch, ey, und kein Rotschwert. Okay. Oh, da vorne ist Zeug. Da vorne ist Zeug. Ich komm mit. Sieht aus wie Zinn. Zinn brauchen wir gar nicht mehr, hast du gesagt, ne? Nee, oder das brauchen wir nicht. Wir starten ja schon damit und weiß nicht, die Rüstung davon zu machen lohnt sich auch nicht. Brauchen wir nicht. Ja, aber kann man das nicht. Ja. Für Münzen oder irgendeine? Nee, gar nichts. Nee, ist zu wenig. Da links ist Eisen. Richtiges Eisen. Mal nicht Blei in der Welt. Weißt du, was wir haben? Ob wir Crimson oder Dings haben? Wieder für Purple genommen. Also dieses Lila. Achso, genau. Das ist gut. Was wir halt vorher nicht hatten. Genau, dann siehst du die immer alle, die Bosse und so. Der ist sowieso interessanter, der Boss, finde ich.
Oldschool. Also am Anfang gab es nur Purple. Irgendwann haben sie noch so die Option eingebracht. Oh, Wüste. Da ist nochmal Eisen. Gut. Wollt ihr da rein schon? Okay. Können ja erstmal eine Weile laufen, bis wir sterben, oder? Okay. Also ihr jetzt habt keine Items verloren? An? Nee, haben wir nicht an. Das wurde gesagt, ist zu nervig. Und das geht's weit runter. Wollen wir mal gucken gehen, oder? Soll ich erstmal eine Brücke bauen? Nee, okay, da geht's ganz, ganz tief runter. Wir sehen nicht, wo es endet. Ja, wir haben auch keine Fackeln, also. Ich hab ein paar. Ich hab kann auch welche bauen. Also. Wollen wir runter oder nicht? Hau mal zu. Viel Schaden. Ah, okay. Also. Der Fuck. Ich wollte extra ausweichen. Der macht anscheinend schon ein bisschen mehr Schaden als der blauen und grünen. Ja, okay. Also gehen wir nicht runter, oder? Ich glaube nicht und fahren die nicht dahin. Okay. Hilfe! Hilfe! Man kann übrigens mit den Kakteen auch eine Rüstung bauen. Okay. Könnt ihr mal für einen von uns. Dornen. Achtung, Geier. Dornenschaden oder wie? Ich habe keine Ahnung. Ich werde auch bestimmt nur für einen die Rüstung zusammenkriegen, aber. Oh. Wenn überhaupt. Weiß gar nicht, wie viel das kostet. Ich will wieder meinen Bogen haben, das wäre Scheiße. Kannst du den Holzbogen machen direkt? Stimmt. Ja. Ich habe auch gesehen, es gibt eine Faustwaffe jetzt durch diese Weapon-Mod da. Also gibt. Ich hab. Bitteschön. Was ist das? Ich hab Glück gehabt. Das ist 1 zu 10.000 Chance. Was macht das? Mach mal. Du spawnst Schleims. Du wolltest doch den Beschwörer machen, ne? Du hast das erste Beschwörer-Item gekriegt. Nein! Das Ding ist am Anfang auch relativ gut, weil es halt. Ich muss sagen, das macht richtig Damage. Ja. Alter! Rastet der aus! Und wenn du Items nachher hast. Ich kann nicht hüpfen! Ich kann nicht weg! Ich komm nicht voran! Nach rechts drücken, du! Ich drück nach rechts! Ich würde nicht anspringen! Was? Bei mir gehst du nicht nach rechts. Killer-Ameise. Bei mir gehst du nicht nach rechts. Was machst du da? Achso, fuck! Oh, jetzt, da ist Wind, ja. Achso. Ja, wir sollten weitergehen. Ja, der bleibt jetzt die ganze Zeit. Also, selbst wenn du dich entfernst, dann kommt er hinterher und so. Der bringt dich um! Warte! Ja, ja. Mein Kill. Oh, Mano. Sehr schön. Willst du ihm einen Namen geben? Richtig, Imba. War ja. Nice. Danke, wie gesagt, Tio. 1 zu 10.000 cool. Chance. Oh, war Mann. Nice! Ja, der kam angeflogen, hat Flügelchen gehabt. Ah, schön. Oh. Gestern hat er auch schon so ein behindertes Ding, da hatten wir irgendwie Worst Luck. Da hat Tio aus so einem Herz irgendwie so einen Herzbegleiter gezogen, der leuchten kann. Okay. Oh ja. Seile, gib mir Seile. Den Charakter lösche ich nie wieder. Hat einer. Glowsticks? Nee, ne? Nee. Doch, warte mal. Oder? Nee, das ist ein Flinkheitstrank. Nee, na gut. Kein Glowstick. Ein fliegender Fisch? Ja, es regnet gerade. Das heißt, im Eisbiom ist jetzt dicke Luft und so, wenn wir da hinkommen sollten. So, den Stab kann ich doch mit Sicherheit irgendwo dahin packen, dann kann ich das Schwert wieder ausrüsten, oder? So. Ja. Den musst du nicht die ganze Zeit in der Hand halten. Der Slime hat einen Regenschirm auf. Ja, oh Mann. Boah, der Slime ist voll Killer. Oh ja, sind wir hier gestartet, ja, ne? Nee. Ja. Ne, ein bisschen weiter. Warte mal. Da. Guck ich denn? Okay, wollen wir erst eine Basis bauen oder wollen wir woanders hin zur Basis bauen? Ne, wir können schon in der Mitte, ist immer am besten, wenn wir da die Basis machen. Also oh, da, wo man auch normal spawnt in der Nähe. Ja, weil wir da unseren Käfig hatten aus Eis. Also da, wo du spawnst, ist eigentlich Mitte. Ja. Wir sind der Mittelpunkt der Welt. Ich habe jetzt auch 700 Holz, das sollte für eine Weile reichen. Ich habe auch ein bisschen was, ich habe auch 450. Ich würde es halt so machen, wie ich es sonst mache, also nach oben bauen. Und ja, dann, das sah ja gut aus gestern. Ja, dann kann man da ein fettes Penthouse hinbauen. Okay. Meinetwegen auch nicht unbedingt rein Wohnungen, wie ihr wollt halt. Ja. Wollt ihr dann das hier nutzen? Die Frage, ob man das dann nachher
schön bauen möchte für die Bewohner oder... Wollt ihr den Schacht nutzen direkt, oder? Zum Erkunden, oder was? Nee, also ich wollte ja einmal, baue ich jetzt einmal eine Säule hoch dann. Und dann... Okay. Nur ganz kurz so. Und dann... Achso, so kommen wir nicht mehr rüber, was ne? Was war Hintergrund okay. platzieren mit Shift und dann Rechtsklick, oder? Ja, du musst ein eigenes Item dafür herstellen. Achso, ja, ja, stimmt. Das sind, das ist Wände machst du dann damit. Ja. Geh weg. Böse. So. Mano. Ja, okay. Sonst können wir erstmal erkunden gehen, oder was? Das machen wir nachher, oder wie? Ja, man, ja, könnt ihr. Ja, okay. Ja, papa. Also ich folge dir einfach mal. Dann ist irgendwer gestorben, hier war ein Leichenstein. Ich war es nicht, glaube ich. Ein Grashüpfer. Achso, hier wolltest du runterbauen? Moment. Ich dachte, das sah gerade aus, als ob es weitergehen würde. Ja, leider nicht. Ja. Echt nicht runtergehen? Naja, sonst würde ich den Schacht machen und dann, auf den, wenn wir auf eine Höhle stoßen, dann von da aus oder so. Oh, okay. Ja, gut. Was? Achso. Ja. Was denn? Du bist da eben hochgekommen, ich habe mich gewundert. Du stirbst gerade? Hä? Was ist Sebi da? Sebi, das ist doch noch gut am Leben. Achso. Sebi? Da haben wir uns von AFK gesagt? Weiß ich nicht. Hätte ich ihn ja nicht. Also, das jetzt nicht zu. Also, was ihr Schacht macht, hast du gesagt? Ja, ich baue mal zwei Türen hier und dann. Achso, Kaktus, haben wir, ne? Haben wir schon genug Seile für den Schacht? Ich habe 20 Seile halt. Das ist nicht so das meiste. Naja, ja, okay. Verdammt. Von allem haben wir zu wenig. Oder? Er hat nichts gesagt, oder? Nicht wirklich. Ah, klaut da jemand Holz. So. Jetzt können wir auch erstmal rechts und links ein bisschen erkunden gehen oder sowas. Ja, machen wir, genau. Ich habe jetzt meinen Imba-Slime. Er hat jetzt wieder zwei Türen links und rechts von sich. Da sollte nichts passieren. Hoffentlich. Wir hätten uns auch gucken können wegen der Kaktusrüstung. Das ist krass. Oh. Ich kenne das Buch von gestern wieder, wo ich halt beim Ranken zerschlagen Seile bekommen habe. Das war eigentlich echt nice. Hast du eigentlich irgendwo eine Anzeige, dass du direkt siehst, was für Ärzte das sind, oder weißt du es einfach? Ich weiß es. Okay. Gibt es auch, also von jedem der Tiers gibt es so immer zwei Versionen fast, am Anfang die Dinger zumindest. Also Eisen und Blei ist das gleiche sozusagen. Ist halt einfach nur zufällig, was in deiner Welt spawnt. Das brauchen wir nicht. Das ist Kupfer. Also Zinn, glaube ich, in unserer Welt. Ja. Das weiß ich auch von daher, weil es am Anfang halt nur dieses eine Tier gab, also, ne? Und dann mal erweitert wurde einfach. Dass es ein bisschen mehr Vielfalt hat, aber nicht mehr Tiers da sind. Fuck. Moment. Also, kaum ist man 5 Minuten weg, ist hier noch nichts fertig. Also. Ja, wir sind erstmal nach rechts. Warum darfst du nicht das sagen, dass du weg bist? Geht's da noch runter? Oder? Ich glaube ja, aber das hat Wasser überall. Also, wenn du guckst, also, wenn du Holz in der Tasche hast, kannst du immer Holzklappen herstellen. Damit kannst du diese Dinger hier machen, wo ich bin. Okay. Das kann ich dir mal. Ja. Ja. Ein Regenschirm-Zombie. Ein Regenmantel-Zombie, wie auch immer. Regenmantel-Zombie, genau. Ist es sinnvoll, jetzt nachts rumzulaufen? Wenn wir eine Höhle finden werden, wäre es super, ehrlich gesagt. Ich werde halt nicht hier nachts rumlaufen, aber noch keine normale Höhle gefunden.
Katze pult gerade an dem Kratzbaum rum. Kann ich eigentlich auch schon unterwegs einen Bogen herstellen? Nee, ne? Nee. Das ist nicht der Kratzbaum, Molly. Willst du jetzt einen Bogen herstellen? Dachte ich gerade, aber geht nicht. Ja, wir brauchen halt eine Werkbank dafür. Moment. Ja. So, jetzt. Sepp, bleibst du da stehen? Oder? Das, so. Ich warte erstmal hier die Nacht ab, weil mit meiner blöden Axt und dem Schwert komme ich hier gerade gegen diese 100 Monster gerade nicht an. Achso. Der Slime ist auf einmal so krank. Ja, ist ja auch Regen gerade und dann noch Nacht und so herrlich. Was ist das schlimmer? Bei Regen kommen andere Monster, ja. Und wenn du hier Sepp, Regen du hast, heißt das in anderen Biomen was anderes nochmal. Sepp? Ja, ja. Du stirbst? Nee, nee. Das 23 nee, Leben nee, doch. Naja, ich kämpfe hier gegen vier Zombies gleichzeitig an. Ah ja. Oh Mann, mein dritter Stern. Kann ja eh zusammenlegen, passt schon. Achso, von den Klassen hatten wir es ja vorhin, ne? Ja, mir ist egal, ich kann auch den Nahkämpfer mein Ding machen. Alles gut, nee, wie ihr wollt, also nee, macht mal. Mach mal ruhig Beschwörer, das ist gut. Ja, das wollte ich sowieso, aber genau. Was ihr unter euch macht. Und dann mache ich entweder einen Heiler nachher oder... aufpassen, Tio. Ja, und je nachdem, wie es mit selbst seiner Zeit ist oder so, dann, also einer muss dann Heiler machen. Kann dieser blöde Typi mal die Türen zulassen? Sonst kannst du die auch der zubauen. Macht die also Tür einen... und die Zombies kommen halt immer rein, ey. Ja. Jetzt musst du halt einen Block davor die Tür setzen, dann kann er die nicht bewegen. Super dunkel. Fackel hin. Diebsweile. Ah. Hier. Bitteschön. Warte. Hier. Oh, cool. Das Buch von gestern. War noch Tränke drin und so. Und plus 1 Schaden sogar drauf. So, dann musst du die jetzt, genau. Ja, ich sterb hier einfach. Wie lange dauert diese Nacht noch? Den Mond glaub, würde man rechts umsehen, wenn es nicht gerade regnen würde. Oh, cool. Wie öffne ich nochmal eine Tür? Rechtsklick. Tio? Ja. Eine Fessel. Hast du schon eine, ja? Ich habe auch eine, ja. Okay. Mein erstes Schmuckstück. So. Los, Slime. Go. Na. Oh, ein Schlüssel. Nee, meine Seil. Ja. Achso. Der Schleim abgeht, ist toll. Schon wieder Eisen. Ich glaube, hier ist ein Höhleneingang. Ich hab nur noch 3 Gegner. Das werden ja zum Glück nicht kann wieder ich, mehr. Bist kann ich hin? Eh nichts machen hier gerade. Ist natürlich auch doof. Ja. Deswegen. Ach so, noch dein Bein. Was hast du sonst aber früher mal gespielt, Sebi? Hast du irgendwie bevorzugt? Ich habe meistens auch irgendwie Nahkämpfer, Fernkämpfer, irgendwas mit Pfeilbogenmäßig. Eine Höhle. Also die Jojos hatte ich auch mal, die fand ich ziemlich nice. Aber ich weiß halt auch nicht, ich hab's halt auch ein paar Jahre nicht mehr gespielt, deswegen weiß ich nicht, was für Waffen jetzt noch drin sind. Das mit dem Lunarmond hier Zeugs kennst du ja eigentlich auch und seitdem hat sich gar nicht so viel verändert. Ja. Interessant. Aber ich hab's, glaube ich, auch noch nie komplett durchgespielt mit den allerletzten Bossen. Deswegen kenne ich nicht die höchste Waffenrüstung und sonst irgendwas. Also ich weiß halt mit diesen Sprintstiefeln oder sonst irgendwas, Teleportationsspiegel. Oh, knapp. 9 Leben hast du? Oh. Ja. Wollen wir dann wieder zurück oder hier rein? Ja. Hast du nicht eine gelbe Höhle? Gruppe? Was? Gelbe Gruppe. Nee, ich wollte wieder. Weil ich habe euch euer Leben gar nicht gesehen. Achso. Okay. Wollen wir da zurück oder nicht? Oder? Ich mach eine Fessel für Sebastian. Ja, ist gut. Ja, können wir machen. Ich hab dir so einen Trank gegeben. Wo sehe ich euer Leben? Siehst du unseren Namen? Ich hab dir einen gegeben. An dem Namen.
Was? Töte die mal. Ich hab dir einen zugeworfen, Erinnerungstrank. Ja, hab's. Soll ich aufmachen? Okay. Go Enrage okay. Pudding! Go Enrage Pudding! Okay. Ah, schön. Okay. So. So, ich kann irgendwie diese Bretter. Holzklapper, das sind das, ne? Das sind die, ja, genau. Damit kannst du da super Brücken und so. Was? Was hast du? Nein! Nicht abbauen! Ich war das nicht. Nee, ist gut.